Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Pflanzensim Challenge. Derwin will sein Leben als Pflanzensim verbringen. In dieser Challenge helfen wir ihm dabei, das zu schaffen. Dies ist Teil 6. Und jetzt schauen wir mal, wer da so rumläuft. Ja, wo sind sie denn alle? Kann man hier was ernten? Nö, noch nicht. Ja, ich lasse ihn vielleicht einfach mal damit was. Wer läuft da rum? Der sieht nicht traurig aus. Fragen wir ihn. Nee, der sieht einfach absolut nicht traurig aus. Da läuft auch jemand rum. Ich lasse mal... Er hat zumindest irgend so einen Schimmer um sich rum. Ich mach mal freundlich vorstellen. Selbstsicher. Okay, gut. Davon haben wir schon genug. Und er ist bestimmt auch selbstsicher. Und vor allem hat er von dem ja heute schon eine Bohne gekriegt anscheinend. Okay. Na, aber immerhin ist der Bestand an Pflanzensims hier nicht zu dünn. Da läuft sie auch wieder rum, die Jasmin. Die sollte uns mal einen traurigen Pflanzensim schicken. Was ist denn jetzt mit ihr? Ist sie jetzt wieder traurig? Nö, sieht nicht traurig aus. Aber ich sag ihm mal, dass er ihr mal den Tag verschönern und sie kennenlernen soll. Dann sehen wir genau, welcher Stimmung sie ist. So. Ja, da hängt er noch mit den anderen ab. So. Ah, er wollte gerade auf Wiedersehen sagen. Nun ja, sorry. So. Ihr Traurigen und Beladenen, kommt alle her. Sie liebt die Natur und ist glücklich. Gut. So sah sie auch aus. Und wer latscht jetzt da? Das ist bestimmt wieder Mirko Offermann, genau. Okay. Rumguck. Naja. Interessant ist das wirklich, ja, da. Nee. Hat links, lässt auch nicht den Kopf hängen. Geh aber mal dahin. Da scheinen auch mehr zu sein. Wer ist das jetzt? Wieder Moira, genau. Und hier. Mal gucken. Also wirklich traurig sieht sie nicht aus. Ich sag mal auch freundlich vorstellen. Wird ja Zeit, dass er die ganzen Pflanzensims mal kennenlernt. Auch wenn das immer nur Kurzzeit. Sie ist okay. Kann man traurige Geschichte erzählen? Mehr Auswahl. Ich glaube nicht, dass man das kann. Gemein? Nein, dann wird sie höchstens beleidigen. Wird sie bestimmt wütend. Sich trennen von über anderen Sim lästern? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Erschrecken? Dann falsche, schlechte Nachrichten verkünden. Das probiere ich einfach mal. Einmal probiere ich das. Weil schlechte Nachrichten würden ja traurig machen. Ja? Na. Jetzt ist sie bestimmt eher verärgert. Ne, immer noch okay. Okay. Vielleicht kann er sich entschuldigen. Stopp. Mach einfach ein von Herzen kommendes Kompliment und... gibt es eine Entschuldigung? Nö.
Dann erzähl ihr eine brillante Idee. Weil du hast ja jetzt schon ein bisschen was gut zu machen. Wenn es auch nichts Schlimmes war. Okay, der schlappe Versuch, jemand traurig zu machen, ging ordentlich in die Hose. Da ist jemand ganz traurig. Warum bist du kein Pflanzensim? Da, der sieht viel zu zufrieden aus. Da ist jemand. Der sieht traurig aus. Machen wir erstmal freundlich vorstellen. Der ist traurig, genau. Bohne, Bohne, Bohne bitten. Ganz schnell. Ja. Ja. Geh hin. Mensch, beeil dich doch. Solange er noch traurig ist. Da ist er im Verkehr. Ah, Sammlung vollständig. Hurra, und jetzt könntest du den noch ein wenig aufmuntern. Versuchen aufzumuntern. Schließlich hast du dem ja was zu verdanken. Ja. Na. Ach, jetzt bin ich aber froh. Ja, er ist immer noch traurig. Aber ich denke mal, wir haben es versucht, ihn aufzumuntern. Gut. Dann gehen wir mal nach Hause. Jawohl, oh, es ist auch schon wieder 17 Uhr. Hier wird es irgendwie immer früher dunkel, habe ich den Eindruck. So. Okay, warte mal, lauf nicht weg, Pause. Du kannst danach duschen. So, jetzt bring ich mich mal in Position. Ja, das kann man, glaube ich, wohl, vielleicht kann man das so ganz gut sehen. So, weil das ist jetzt ein ziemliches Spektakel, was da kommt. Bewässern. So, mal gucken, ob ich das so einen besseren Winkel hinkriege. Ja, das scheint mir jetzt ein ganz guter Winkel. So, gut. Also, jetzt bewässert er erst. Und dann geht er weiter. Und jetzt, oh, ist das nicht toll? Ein Riesenbaum ist entstanden. So, da können wir fast noch weiter weggehen. Super gut. Ja, du bist jetzt zwar etwas dreckig, mein Lieber. Na gut, ich lass dich kurz duschen, aber mach, beeil dich. Und wir genießen inzwischen den Anblick von diesem tollen Baum. Weil der so groß ist, habe ich auch, aha, Dirk Pauls gratuliert zur Freundschaft mit Björn Björksen. Das ist doch gut. Okay, hast du fertig? Er hat fertig geduscht. Dann geh jetzt mal den mystischen Magebau. Wie heißt es? Mystischen magische Bohne Portalbaum erkunden. So. Komisch, meine Sims schaffen das immer abends. Naja, weil sie den ganzen Tag auf der Jagd nach magischen Bohnen waren. Und jetzt lassen wir das schnell laufen, denn das dauert eine Weile. So. Wie nett das hier blinkt. Die Animationen gefallen mir sehr gut. Und ich find's auch schön, dass der Baum dann stehen bleibt im Grundstück. Ah, da ist er ja.
Also gut. Machen wir ruhig mal Pause. Derwin ist durch das Portal gegangen. Er hatte Dunkelheit erwartet, findet sich stattdessen jedoch auf einer hellen, sonnigen Blumenwiese wieder. An einer Seite steht ein Baum, der leuchtet und Früchte trägt. Derwin pflückt eine Frucht vom Baum und die sonnige Landschaft wird sofort von der Dunkelheit verschluckt. Bevor er weiß, wie ihm geschieht, schreitet er aus dem Portal des Baumes und bemerkt, dass sich irgendetwas in seiner Tasche befindet. Dann gucken wir doch mal hier. Die verbotene Frucht des Pflanzensims. Iss sie und werde ein Pflanzensim. Pflanze sie und züchte deinen eigenen Baum. Sie mag vielleicht verboten sein, aber ihre Wirkung ist ohnehin vergänglich. Ja, und da Derwin ja dauerhaft Pflanzensim sein will, werde ich den Baum pflanzen. Eigentlich wollte ich den hier hinstellen, aber es ist irgendwie voller, als ich so in Erinnerung halte. Also der Baum ist einfach so gigantisch. Ich versuch's trotzdem mal, ihn dann neben zu pflanzen, ob das funktioniert. Wenn nicht, muss ich irgendwie ein anderes Plätzchen finden. Wo ist sie? Da will sie nicht hin, okay. Und wenn ich könnte ja die dann wegstellen. Dann stelle ich die mal hier hin. So. Ja, das funktioniert. Dann pflanzt die mal. Das wird jetzt ein anderer Baum. Aha, Björn Bjergsen lädt ein zu den Ruinen. Mal gucken. Bewässer das mal. Und wenn er dann... Ah, ich glaube heute nicht. Heute feiern wir das... den magischen Baum. Und dieses Portal, das geht erst morgen um 10 wieder auf. Es tut uns leid, aber das Portal ist derzeit geschlossen. Bitte versuche es um 10 Uhr noch einmal, wenn die Tür wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Wir danken für dein Verständnis und hoffen, dich bald wieder unter unseren Zweigen begrüßen zu können, dürfen. Dein Portalverwaltungsdienst. Bisher sah es immer so aus, als würde man nur einmal die verbotene Frucht kriegen und die nächsten Male kriegt man dann Kristalle und sowas. Das können wir ja schon noch versuchen, aber ja, darum habe ich ihn die Frucht pflanzen lassen, denn dann kann er sich selber verbotene Früchte züchten. Der Nachteil ist, er ist jetzt nicht etwa gleich ein Pflanzensim, sondern er muss jetzt einige Tage warten, bis sein eigener Baum Früchte trägt. Das ist eher ein langsam wachsender Baum. Also irgendwas zwischen 3 und 5 Tagen dauert das. Und in der Zeit muss er natürlich viel hier sein, sonst wachsen ja die Pflanzen nicht. Wir müssen also ein paar interessante Tage hier auf dem Grundstück verbringen. Außer vielleicht mal so einen kleinen Ausflug, um zu gucken, ob sich da noch was Interessantes finden lässt. Aber er kann ja schwimmen und er kann Leute einladen und lesen und natürlich gärtnern. Schon ausgeschlafen. Gut. Dann ess mal ein kleines Frühstück. So, das könnte man sogar noch schneller machen und dann kannst du hier mal gärtnern. Dein Garten hat es nämlich schon wieder sehr nötig. So, na, immerhin ist der jetzt schon ein bisschen gesprossen, sein neuer Baum. Okay, dann könntest du auch mal alles ernten und hier auch mal gießen, bewässern. Na, immerhin hat er jetzt Level 3 der Gartenfähigkeit erreicht. Wo steckst du denn? Ah, da. Ja. Den kannst du auch mal ernten. So.
Okay. Und dann geh vielleicht einfach noch mal pinkeln und hol dir was zu essen. Jetzt ist 10. Das Portal ist wieder aufgegangen. Ah, er geht in den Busch zum Pinkeln. Du Schelm! Oh, und hier kann er noch weiterentwickeln. Zwar könnte er jetzt auch in den Baum, das machen wir gleich. Aber ich lasse ihn erstmal weiterentwickeln. War da nicht auch was? Denn das ist ja für sein Bestreben wichtig. So. Ja, und die, oh, jetzt stecken wir hier mitten in dem rosa Baum drin. Die Pflanzen lasse ich ihn dann später weiterentwickeln, weil da könnte er auch was weiterentwickeln. So. Okay, du hast jetzt nichts gegessen, mein Lieber, gell? Dann hol dir mal Cerealien. Und dann gehen wir in den Baum. Und gucken, vielleicht kriegt er ja noch so eine Frucht. Dann könnte er gleich Pflanzensim werden. Ah, da hat er ein Müsli eingesteckt. Und gibt es hier irgendwas Interessantes zu verkaufen? Naja, die könnte er essen, aber die könnte er mal verkaufen. Na komm. Bringt noch nicht viel Geld. So, und jetzt geh hier mal in den Baum rein. Ach, er muss schon wieder pinkeln. Dann wird er aber dringend müssen, wenn er wieder zurückkommt. Das tut mir leid. Ja, wer hier jetzt plötzlich sich alles meldet. Da ist der Baum schon gewachsen, der verbotene Fruchtbaum. Wie schön der glitt leuchtet, gell? Aber bis der Früchte trägt, dauert's noch. So. Derwin geht durch das Portal, findet die bekannte sonnige Wiese jedoch nicht. Geh du inzwischen ruhig mal aufs Klo. Er vernimmt ein seltsames Brummen und folgt dem Geräusch, bis er auf einen Kristall tritt. Als Derwin den Kristall aufhebt, spürt er das bekannte flaue Gefühl, das einen gewöhnlich beim Austritt aus dem mystischen, magischen Bohnenportal überkommt. Na, dann hat er wohl einen Kristall gekriegt. Mal gucken. Oh, ganz viele. Na, das ist doch schön. Wir könnten vielleicht mal einen dieser Kristalle zur Zierde hier hinstellen. Finde, das macht sich gut und die anderen verkaufen wir. Weil es schadet ja auch nichts, wenn er ein bisschen Geld verdient. Und wir können einfach jeden Tag einmal diesen Baum probieren und dann sehen wir, was sich so anbietet. Er hat jetzt ordentlich Geld gemacht mit dem Baum. Gut, mein Lieber. Ja, dann machen wir mal einen Cut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.